Die elektronische Schülerzeitung. So, wir sitzen in der Baumhausbar und ich freue mich sehr, vis-à-vis neben mir begrüßen zu dürfen zu einem Interview. Ja, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du überhaupt? Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin vis-à-vis, ich bin Moderatorin, ich arbeite quasi direkt hier nebenan. Da ist das wunderschöne Fräulein Fritz, das Radiostudio vom Radiosender Fritz. Da habe ich jeden Mittwoch meine Radiosendung und ansonsten mache ich aber auch Interviews, so wie du, vor der Kamera, mit Rappern in den meisten Fällen, aber auch mit anderen Menschen. Und ja, moderiere auf der Bühne, lege auf, alles irgendwie so, irgendwas mit Rap, wie auch die Radiosendung seit einigen Jahren mittlerweile. Ich entschuldige übrigens meine leichte Heiserkeit. Ich komme gerade direkt vom Splash und habe dort sehr viel Interviews geführt, aber auch sehr viel mitgerappt. Und deswegen, es sei dir verziehen. Das finde ich gut. Starten wir doch einfach direkt mit dem ersten Interview-Part. Drei Namen, wie du auf keinen Fall genannt werden willst. Ehrlich gesagt mag ich es nicht, wenn man mich Visa nennt. Sorry. Das machen halt aber alle und ich kann es auch nachvollziehen, warum es Menschen tun, aber ich würde gerne, dass es irgendwann aufhört. Ich mag es auch nicht so gern, wenn man mich Charlotte nennt, was mein richtiger Name ist. Das kann ich aber auch nachvollziehen. Das ist ja mein Name, dass mich Leute Charlotte nennen. Und wie ich sonst noch nicht genannt werden möchte, Rapperin. Ich mag es nicht, wenn mich Leute vorstellen als, das ist die Rapperin vis-à-vis. Weil ich dann immer denke, irgendwie, also ihr habt da was nicht ganz verstanden. Das ist lange, lange her und ich möchte damit nicht mehr in Verbindung gebracht werden. Okay, drei Adjektive, die dich am besten beschreiben? Boah, es gibt sehr, sehr viele Adjektive, glaube ich, mit denen ich mich beschreiben könnte. Aber auf Anhieb würde ich jetzt sagen, sensibel. Ich bin sehr sensibel, sowohl im negativen als auch positiven Sinne. Neugierig und ungeduldig. Okay, drei Dinge, die du auf eine einsame Insel mitnehmen würdest? Ich wollte gerade sagen Kokoswasser, aber auf der einsamen Insel gibt es hoffentlich Kokosnüsse, dann brauche ich kein Kokoswasser mitnehmen. Deswegen ist das hinfällig. Ich würde auch normalerweise eigentlich sagen ein Buch, aber ein Buch ist viel zu wenig. Deswegen würde ich dann gegen mein eigentliches Prinzip, dass ich diese komischen Kindle-White-Dinger, keine Ahnung wie die heißen, wo moderne Menschen Bücher mitlesen, sowas würde ich mitnehmen mit halt so einer Bücher-Flatrate, dass ich für immer lesen könnte, jeden Tag. Jetzt, das war jetzt erst nur eine Sache, ne? Ja. Ich würde mir ehrlich gesagt meinen liebsten Menschen mitnehmen dann auf diese Insel. Verständlich. Wenn ich halt, dann aber vielleicht sollte ich sogar einfach drei Menschen mitnehmen, wenn ich drei Sachen mitnehmen kann. Ja. Dürfen das Menschen überhaupt sein? Ja, es dürfen auch Menschen sein. Ja, also mindestens zwei Menschen und Bücher. Ich glaube, das reicht. Okay. Und drei Dinge, die dich auf die Palme bringen? Boah. Also, was mich sehr auf die Palme bringt, sind Menschen, die komplett unreflektiert durch die Gegend laufen und überhaupt nicht über ihren eigenen Tellerrand gucken können. Sowas regt mich sehr, sehr auf. Da könnte ich alleine jetzt schon 10 Beispiele nennen, aber ich fasse mich kurz. Mich regt auch tagtäglich im Straßenverkehr alles Mögliche auf, weil ich das Gefühl habe, dass ich der einzige vorausschauende Autofahrerin bin, aber ich glaube, das denkt auch jeder von sich. Aber ich hasse auch so aggressive Autofahrer, die so durchdrehen die ganze Zeit. Das ist halt so ein erste Weltproblem, was mich aufregt, aber das ist schon, weil ich halt fast jeden Tag irgendwie damit konfrontiert bin. Und ansonsten, so viele Dinge regen mich eigentlich gar nicht auf, glaube ich. Also, ja. Na dann? Ungerechtigkeit regt mich sehr, sehr doll auf. Ich habe mich gerade erst ungerecht behandelt gefühlt und da über sowas rege ich mich. Drei Alltagsrituale, die du jeden Tag machst? Ja, eben jeden Tag tatsächlich Autofahren eigentlich. Kokoswasser trinken. Ich habe immer eine Getränkesucht. Aktuell ist es Kokoswasser. Es war mal frisch gepresster Orangensaft, es war mal Kaffee, es war mal Kakao. Aktuell ist es Kokoswasser. Bei mir ist es Rhabarberschorle. Rhabarberschorle. Ich hasse Rhabarber tatsächlich. Schmeckt nicht so sehr nach Rhabarber, ist aber lecker. Kann ich dir nur empfehlen. Ist es auch ohne Zucker? Weiß ich nicht. Aber ich kaufe es immer nur bio. Dann ist da vielleicht hoffentlich kein Zucker drin. Okay, hast du jetzt vielleicht schon gesagt, aber drei Dinge, die du an Menschen hast? Ja, man will ja immer eigentlich nicht hassen, sondern eher also drei Eigenschaften, die du nicht so sehr schätzt. Die ich ungünstig finde an Menschen, eben ja so Verblendetheit. Also wenn ich mich so mal einen Tag lang irgendwie mit Instagram zum Beispiel beschäftige, dann bin ich oft sehr schockiert darüber, wie viele Leute einfach nur in so einer Blase leben und da dreht sich alles nur um Konsum und um
kaufen und andere Menschen zum Kaufen animieren und so weiter. Und das nervt mich einfach. Das finde ich einfach total schwachsinnig, wenn dein Leben nur daraus besteht. Ja. So. Und wenn da auch noch Leute das anderen Leuten aufzwängen wollen, das finde ich sehr blöd. Gleichzeitig, also Intoleranz, wenn dann auch noch so eine Leute beratungsresistent sind und irgendwie glauben, dass sie das Recht haben, so zu leben, wie sie leben, ohne darauf zu gucken, was das vielleicht für Auswirkungen auf andere hat und so. Sowas nervt mich schon sehr. Und drei Eigenschaften, die du an Menschen liebst? Ich liebe das, wenn Menschen offen und herzlich sind, auf jeden Fall. Das zieht mich auch sehr an, solche Menschen. Humorvolle Menschen mag ich ganz, ganz doll. Und tatsächlich eben auch so, ja, Menschen müssen nicht zwangsläufig alles wissen, aber zumindest diese Neugierde haben, zu gucken, was ist denn so außerhalb von meinen vier Wänden, außerhalb von meiner Familie, außerhalb von dem Land, in dem ich lebe und so einfach so eine Weltoffenheit zu haben. Und ich glaube, dadurch entsteht dann eben auch eine gewisse Art von Intelligenz. Ja. Okay, was werden deine drei letzten Worte sein? Bevor ich sterbe oder was? Ja. Ah, ja, 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 daran möchte ich ja eigentlich gar nicht denken. Meine drei letzten Worte. Immer seid lieb sind zwei Worte. Ausrufezeichen. Ja. Hey, seid lieb. Das könnte es dann einfach sein. Okay. Und drei Tipps, die du mir als junge Moderatorin geben kannst? Eben gerade war zum Beispiel ein Moment, da hast du gesagt, hier, schneiden wir raus. Das habe ich jahrelang auch immer so gehabt, dieses so, oh, ich habe gerade einen Fehler gemacht, verdammt, können wir das bitte rausschneiden? Mittlerweile stehe ich total zu meinen Fehlern und thematisiere die auch. Also das mache ich auch im Radio. Ja. Und das ist so ein Tipp, hätte mir den mal jemand früher gegeben, dass man eben nicht sich schämen muss dafür, wenn irgendwas schief läuft, sondern dass man es einfach entweder mit Humor nimmt oder einfach ja, sich selber, also man hat ja nichts zu verlieren. Man weiß ja auch, andere Menschen machen genauso Fehler. Und deswegen eben sich selber so ein bisschen zu verarschen, ist, glaube ich, der beste Weg, damit umzugehen. Das wäre ein Tipp. Nächster Tipp ist eben zum Beispiel bei Interviews den Menschen, den man interviewt, im Kopf nicht so zu heroisieren, weil das ist halt dann auch eigentlich nur ein Mensch und der ist vielleicht genauso aufgeregt wie du oder der hat halt auch schon tausende Interviews gemacht und auch da bin ich, glaube ich, habe ich lange gebraucht, um das so zu verstehen, dass man das auch sehr ausstrahlt, wenn man eben selber ganz doll aufgeregt ist, dann kriegt der anderes mit, wird dadurch irgendwie verkrampft und dann werden die Interviews meist ein bisschen nicht so gut, wie sie sein könnten. Was kann ich noch für einen Tipp mitgeben? Tatsächlich eine aufrichtige Neugierde, da sind wir wieder bei der Neugier. Ich weiß immer nicht, siehst du, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob es Neugier oder Neugierde heißt. Das ist so eine Sache, ich glaub, die... Ich glaube, man kann beides sagen. Ich hoffe es einfach mal jetzt so, weil ich auch beides jetzt einfach gesagt habe. Wenn du das so in dir drin hast, natürlich, dann ist das, glaube ich, die beste Voraussetzung, wenn du zum Beispiel sowas jetzt, so Interviews machen möchtest. Das ist besser als so zu tun, als ob dich interessiert, was der andere zu sagen hat. Mhm. Das merkt man, glaube ich, auch immer. Möglich. Okay, perfekt. Das war schon der erste Teil. Mhm. Schon. Dann kommen wir zum zweiten. Erste Frage, was verbindest du mit Berlin? Auf jeden Fall vor allem meine Kindheit und meine Jugend ganz, ganz stark. Ich bin halt hier wirklich geboren worden und groß geworden und habe hier also alles so übers Leben gelernt und über mich in den ersten Jahren, was man so lernen kann. Und ich habe auch noch so das alte Berlin kennengelernt, was heute viele nicht mehr so kennen. Und das, ich meine, kann ich mir nichts von kaufen, aber ich habe schöne Erinnerungen, vor allem an so meinen alten Kiez, der heute nicht mehr das ist, was immer war, Prenzlauer Berg. Mhm. Und als Folgefrage, was bedeutet dir denn Berlin? Ich bin jetzt nicht so ein übertriebener Lokalpatriot. Mhm. Ich mag das, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich in Berlin groß geworden bin. Ich glaube, das ist so diese Freiheit, die ich hier hatte als Kind und auch heute noch als Mensch, hier leben zu können. Das ist auf jeden Fall ein Privileg, aber ich bin nicht so jemand, der rumrennt und sagt, so, ich bin geiler als ihr alle, weil ich komme aus Berlin und ihr seid Zugezogene und ich bin echter Berliner und so, finde ich alles ein bisschen. Ja. Man kann ja mal insgeheim in sich drin so ein Gefühl haben, manchmal so eine Berliner Überheblichkeit, aber ich mag das nicht, wenn man das so doll raushängen lässt. Okay. Hast du Lieblingsort in Berlin? Ja, wobei ich ehrlich gestehen muss, dass die sich nicht so sehr mitten in der Stadt befinden, sondern wann immer ich Zeit habe, nutze ich paradoxerweise dann eben eher so die Fluchtmöglichkeiten. Ich fahre an Seen total gerne. Bootfahren ist für mich das Allertollste. Neu-Venedig kann ich da sehr, sehr empfehlen. Sozusagen
ja, ich hoffe, das gehört überhaupt noch zu Berlin und nicht zu Brandenburg, aber ich glaube, es gehört noch zu Berlin, so ein kleines Kanalsystem, wo man mit dem Boot lang schippern kann, liebe ich sehr. In der Stadt an sich bin ich dann eher so mit Freunden entweder was trinken, was essen, aber habe jetzt nicht so einen Stadt-Hotspot, wo ich mich immer rumtreibe. Und gibt es auch Hassorte? Es gibt so Bezirke, auch da möchte ich nicht wieder von Hassen sprechen, sondern eher, es gibt halt einfach Bezirke, mit denen ich überhaupt nichts verbinde, wo ich mich einfach nicht rumtreibe. Und das ist alles so Zehlendorf, Steglitz habe ich lange bei KISS FM damals gearbeitet, aber ansonsten verbindet mich damit einfach auch gar nichts so. Und da fühle ich mich einfach immer fremd, wenn ich da bin. Da habe ich so das Gefühl, das ist gar nicht meine Stadt, so in der ich lebe. Und das finde ich immer ein bisschen komisch, aber ich hasse diese Bezirke. Ich kenne auch tolle Menschen, die von da kommen und deswegen... Ich übrigens auch. Oh, du kommst von da? Ja. Ja, also wie gesagt, es kommen nette Menschen aus Steglitz-Zehlendorf, aber es ist halt, vielleicht fühlst du dich hier auch fremd oder so, ich weiß es nicht. Manchmal, ja. Ich merke das dann auch einfach, dass wirklich wie man unterschiedlich dann auch doch groß geworden ist. Mhm. So. Also bei dir finde ich es jetzt nicht so doll. Du bist jetzt, ich hätte nicht gedacht, dass du aus Steglitz-Zehlendorf kommst. Danke. Ich nehme das mal als Kompliment. Ja, doch, weil da sind eher die Mädels für mich immer so ein bisschen, auch so vorurteilsmäßig jetzt, aber so ein bisschen so die... Bisschen dekadent? Ja, und die sind dann auch immer die Mädels mit hohen Schuhen und die immer so in so Clubs feiern gehen, wo ich niemals reingehen würde und so. Mhm. Aber das sind jetzt alles auch Vorteile. Vielleicht stimmt das auch alles gar nicht. Kann ich vielleicht war das zu Teilen unterstreichen. Vielleicht war das früher auch nur so. Und was stört dich an Berlin? Mich stört tatsächlich teilweise eben so eine Arroganz. Mhm. So, weil ich finde es schon manchmal so ein bisschen widersprüchlich, dass man einerseits so weltoffen und multikulturell sein will und gleichzeitig aber auch so teilweise unfassbar ungastfreundlich ist. Mich stört jetzt auch gerade schon wieder, das hat mich vorhin so aufgeregt, zu hören, dass jetzt über diese Sperrstunden diskutiert wird in Friedrichshain und Prenzlauer Berg, das stört mich richtig, richtig doll, dann doch wiederum an Zugezogenen. Siehst du, jetzt habe ich auch wieder den, jetzt habe ich mir selbst widersprochen, aber ist halt so. Und das hat ja auch gerade was mit Berlin zu tun. Der Wandel ist schön und gut und alles muss in Bewegung bleiben, finde ich super. Ich bin aus Prenzlauer Berg weggezogen, weil das nicht mehr die Stadt ist, in der ich mich, nicht mehr der Bezirk ist, in dem ich mich wohlfühle. Aber über Sperrstunden zu diskutieren in einer Stadt wie Berlin, finde ich richtig ekelhaft, weil dann geht eben dann auch unsere Freiheit hier verloren. Mhm. Wenn Berlin ein Tier wäre, dann wäre es? Ich glaube, das könnte ich nicht auf ein Tier jetzt. Ich habe es mir gerade versucht vorzustellen, es wäre ein Tier mit verschiedenen Köpfen und verschiedenen, also sozusagen eine Mischung aus allen möglichen Tieren, die es gibt, mit einem Schweinekopf und dann aber auch einem Hamster und einer Schlange, die dann hinten dann noch so rausguckt und ein Löwe ist da auch mit drin. Bei unserem nächsten Treffen malen wir ein Tier zusammen, was aussieht wie Berlin. Ich kann leider nicht malen. Ich bin ganz schlecht im Malen. Meine kleinen Nichten und Geschwister können besser malen als ich. Aber ich kann es mir aber vorstellen. Also ich stelle mir das sehr wild und bunt und verrückt vor, das Tier mit sehr vielen verschiedenen Eigenschaften. Und aber auch ein bisschen bedrohlich irgendwie. Okay. Wenn nicht Berlin, dann? Ich dachte immer Hamburg. Aber ich habe mir neulich darüber nachgedacht. Weil das ist ja jetzt gerade, wir haben ja eigentlich gerade so einen Hamburg-Sommer. So ist es ja in Hamburg immer. Immer, wenn ich in Hamburg bin, regnet es und es bewölkt. Das würde mich kaputt machen. Also ist Hamburg für mich raus. Wahrscheinlich aktuell gerade Athen, wirklich. Also so, ich bin so weit, dass ich sage, vielleicht ziehe ich irgendwann nach Athen oder nach Lissabon oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Und wenn du 3 Wünsche frei hättest, wie du Berlin verändern könntest, was würdest du denn damit machen? Berlin verändern... Siehst du, offensichtlich mag ich Berlin doch so doll, dass mir jetzt erstmal spontan nichts unbedingt einfällt. Manche Orte etwas sicherer machen. Ich finde es schon ekelhaft, dieses permanente, hat schon wieder jemand in die U-Bahn-Treppe runtergetreten. Ach geil, schon wieder Massenschlägerei oder Stecherei auf dem Alex oder hier Riga-Straße und so. Das finde ich schon alles ein bisschen nervig. Also ehrlich gesagt, nicht unbedingt durch Polizeipräsenz, sondern vielleicht durch irgendwelche, so wie früher in der Grundschule, wie hießen die, diese Friedensstifter? Konfliktlotsen? Konfliktlotsen. Lass doch bitte einfach in Berlin ein paar Konfliktlotsen überall hinstellen, die vielleicht aber auch eine Ausbildung im Kung Fu oder so haben, aber entspannt drauf sind. Sowas fände ich ganz nice. Einfach teilweise finde ich es schon so ein bisschen unangenehm zu wissen. Also ich würde niemals mehr nachts alleine mit der U-Bahn fahren in Berlin. Mhm. Niemals. Nicht mal für Geld. So, das finde ich schon scheiße. Ja, okay. Kann ich absolut nachvollziehen.
Und welcher Rapper findest du verkörpert Berlin am besten? Kannst du das pauschal sagen? Nee, das kann ich nicht so sagen. Man denkt natürlich klischeemäßig an so Rapper, die das auch sehr thematisieren, wie Liquid Walker zum Beispiel. Der macht das auf jeden Fall cool. Ich finde auch gut, wie er Berlin repräsentiert. Aber das ist wieder, da sind wir wieder bei diesem Tier mit den verschiedenen Köpfen und Armen und Pfoten und Beinen und Schwänzen und was weiß ich. Ich glaube auch da, das ist so eine Mischung aus allem. Und es gibt ja auch mittlerweile so viele zugezogene Rapper, die auch schon fast Berliner sind. So einfach von dem, wie sie hier, also man sagt ja, glaube ich, nach 10 Jahren ist man auch eh Berliner, wenn man hier gewohnt hat. Nee, aber auch das ist so bunt gemischt irgendwie. Das kann ich gar nicht auf eine Person so fokussieren. Was macht denn Berliner Rap aus? Also früher natürlich auf jeden Fall hart und auf die Fresse und sehr, sehr frech. Aber mittlerweile ist das tatsächlich gar nicht mehr so. Also man kann es bei anderen Städten vielleicht sogar noch mehr sagen, was macht Hamburger Rap aus oder was macht so Rap aus dem Pott oder so aus. Aber ich finde, in Berlin ist es eher so, es gibt so viele, wie ich eben schon gesagt habe, so viele unterschiedliche Rapper und auch Rapperinnen mittlerweile, dass das kannst du gar nicht mehr in eine Schublade packen. Wie klingt Berliner Rap? Okay. Und was unterscheidet den Rap in Berlin? Gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen die Frage, ob man das jetzt noch beantworten kann, aber von dem aus anderen Städten? Also ich finde wirklich aus heutiger Sicht kann ich das gar nicht mehr so beantworten. Jetzt? Ich kann es einfach nicht so pauschalisieren. Gibt es da keine Unterschiede mehr? Oder? Na, es gibt natürlich, es gibt halt zwischen allen Rappern irgendwie Unterschiede, aber dadurch, dass es für mich keinen Berliner Rap mehr so gibt, es gibt für mich nicht die Identität des Berliner Raps, aber es gibt für mich auch genauso wenig die Identität, so ist ein Berliner. Das ist, finde ich, aber auch das Tolle eben an dieser Stadt. Es ist so groß und so vielfältig und so viel, du hast so viele Auswahlmöglichkeiten, dass du es gar nicht mehr so auf eine Person irgendwie fokussieren kannst oder auf ein Image, ein Bild. Und das dadurch eben auch nicht vergleichen kannst. Welche Rolle spielt denn Rap für Berlin? Oder in Berlin? Und hat das eine bestimmte Funktion? Ja, auf jeden Fall. Also sagen wir mal jetzt, wenn man es so von Rap ein bisschen größer macht auf die Kultur an sich, auf die Hip-Hop-Kultur, dann ist das schon extrem wichtig für Berlin. Und umgekehrt genauso. Also das, was hier gewachsen ist, eben seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so, das ist ja schon gewaltig, auch was sozusagen für eine Macht von hier ausging und wie das auch deutschen Rap beeinflusst hat. Und auch, wie es halt bis heute eben immer noch wichtig ist, es gibt so viele Veranstaltungen rund um Rap und es gibt so viele tolle Sachen und so viel, also so viel Kultur auch, die man gar nicht so sieht. Alleine hier in Kreuzberg, wie viele Studios gibt es, wo irgendwelche Rapper gerade einen Song aufnehmen. So. Und also, das ist total wichtig. Meinst du, es gibt eine Prozentzahl, das ist jetzt eine improvisierte Frage, aber welcher Teil von Deutschrap in Berlin stattfindet? Ich habe ja Dyskalkulie, wie du vielleicht weißt. Bedeutet, ich kann dir keine Prozentzahl nennen. Naja, Deutschrap ist ein Kuchen. Wie viele Kuchenstücken davon? Da bin ich schon wieder raus, ne? Da bin ich schon wieder raus. Das haben alle Nachhilfelehrer der Welt versucht mit mir jetzt mal. Aber ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Sehr gut. Ich würde sagen, wenn es ein Kuchen ist mit 10 Stücken, dann ist Berlin ein Stück davon. Es gibt bestimmt Leute, die würden sagen, Quatsch, ist der halbe Kuchen. Aber da bin ich eben nicht so. Ich glaube, das ist so alles. So viele Rapper und so viele Veranstaltungen sind doch in Berlin. Ja, aber es gibt so viel Hip-Hop-Kultur mittlerweile auch außerhalb von Berlin. Okay. Es ist für mich einfach, Berlin ist für mich nicht die Hauptstadt von Deutschrap. Vielleicht sind da andere jetzt beleidigt und sagen, ja, warum nicht? Ich sehe das anders, können auch alle anders sehen, aber ich komme ja auch so durch zum Beispiel das Auflegen mittlerweile ziemlich viel rum, auch außerhalb von Berlin zum Auflegen zum Beispiel. Und tollerweise ist Deutschrap mittlerweile an so vielen Orten verwurzelt, an großen Orten, an kleinen Orten. Natürlich ist Berlin ist ja nicht nur die, Berlin ist halt die Hauptstadt. So natürlich, hier leben so viele Menschen und hier passiert so viel. Aber trotzdem heißt es ja nicht, dass das hier so Alleinstellungsmonopol Deutschrap-Stadt ist. So. Aber du würdest schon sagen, dass es die bedeutendste Stadt für deutschen Rap ist? Oder welche Städte kommen dann noch in Frage? Also wie du schon merkst, ich glaube, so bei den Fragen, das ist irgendwie alles so ein bisschen, weil ich bin halt eben nicht so der Patriot und ich finde, dieses ganze Städtethema ist auch so überholt. Also so, ich kann mit dir gerne über alles Mögliche rund um Berlin sprechen, aber wenn es dann um die
Hip-Hop-Kultur geht, dann finde ich, dass das eigentlich das Tolle ist, dass mittlerweile, es gibt ja gar nicht mehr diesen Kampf auch um die Städte, wer, woher kommen die krassesten Rapper, wer hat die meisten, wo geht gerade das Krasseste und so. Das finde ich eigentlich auch gut, dass es so ist. Mittlerweile arbeiten alle miteinander, egal, kommt der eine aus Dortmund, der andere kommt aus Hamburg, der nächste kommt aus Berlin, die machen trotzdem einen Song zusammen. Ja. Und es ist nicht mehr so dieses, wir schlagen uns die Köpfe ein, weil wir aus verschiedenen Städten kommen. Und deswegen finde ich eher, dass diese Fragen so ein bisschen quasi... Die würden das eher so befeuern oder meine Antworten dazu, dass man wieder in so eine negativere Richtung geht und sich da alles so kabbelt und so. Okay, perfekt. Dann machen wir noch den allerletzten Teil und dann sind wir schon fertig. Mhm. Der funktioniert folgendermaßen. Ich habe 12 Begriffe und du sagst spontan in ein, zwei Sätzen, was dir dazu einfällt oder was du damit verbindest. Das sind Orte und Begriffe zu Berlin. Mhm. Also der erste Begriff ist Mutterstadt. Das erinnert mich jetzt wirklich an den Radiosender, bei dem ich meine Ausbildung gemacht habe, mein Volontariat und meine ersten Sendungen moderiert habe und natürlich auch wirklich so die ersten großen Rap-Interviews geführt habe, muss ich einfach so sagen, also Kiss FM tatsächlich. Ja. Der Potsdamer Platz? Der Potsdamer Platz, boah, ehrlich gesagt finde ich den Potsdamer Platz ziemlich hässlich. Also ich denke da nur dran, dass ich da ab und zu mal ins Kino gehe. Und sonst habe ich echt, oder okay, ich war ein paar Mal im Legoland mit meinen kleinen Geschwistern oder Nichten. Sonst habe ich nicht so viel übrig für den Potsdamer Platz. Okay, Berliner Schnauze? Feiere ich einerseits sehr und finde ich manchmal aber auch echt unangenehm, weil ich bin so ein Mensch, der, ich lege sehr viel Wert so auf Höflichkeit und manchmal fuckt es mich ab, wenn ich in Späti reinkomme und man mir noch nicht mal Hallo sagt. Und dann so, wenn man dann so, ich sage dann so oft Hallo, bis derjenige mir auch Hallo sagt. Da bin ich auch ein bisschen krank, aber dann kommt dann irgendwann so, ja, hallo, was willst du denn? So, weißt du, dann ist so, ja, okay, cool. Ich wollte eigentlich nur, dass du mich kurz mal beachtest, mal schönen guten Tag sagst oder auf Wiedersehen oder so. Und dann denke ich mir manchmal so, wir könnten alle hier ein bisschen freundlicher zueinander sein, aber es gehört halt irgendwie auch dazu. Döner ist der nächste Begriff. Boah, ich hatte mal eine ganz miese Salmonellenvergiftung von einer, ich will den Namen nicht nennen, bekannten Dönerkette. Ich habe seitdem nie wieder einen Döner gegessen und das ist jetzt ohne Spaß 10 Jahre her. Ich habe meinen letzten Döner vor 10 Jahren gegessen. Oha. Wenn ich einmal traumatisiert bin durch ein Nahrungsmittel, dann ist es vorbei. Bahnhof Zoo. Boah, ebenfalls gerade eher so negative Assoziationen. Aber eine interessante Anekdote, ich sollte eigentlich mal die Hauptrolle in einem Kinofilm spielen, von einem Mädchen, was ja mehr oder weniger auf dem Kinder-Baby-Strich da am Bahnhof Zoo arbeitet. Und ich musste dafür wochenlang Recherche betreiben mit meinem damaligen Schauspielcoach und da am Bahnhof Zoo rumsitzen und mir das einfach alles reinziehen. Und es war sehr, sehr intensiv und sehr krass. Und da war ich, ich weiß nicht, war 14, würde ich sagen, oder vielleicht sogar noch jünger, 13 oder so. Deswegen Bahnhof Zoo, muss ich schon sagen, da ploppen gruselige Erinnerungen auf. Also was ich da gesehen habe, das möchte ich eigentlich auch, also ich hoffe, dass es heute irgendwie anders ist, aber keine Ahnung, wie sich das dort entwickelt hat. Na, hoffentlich. Der nächste Teil passt vielleicht auch ein bisschen dazu, Drogen. Drogen. Ich habe das Glück, dass ich mich irgendwann mal dazu entschieden habe, also ich habe probiert zu kiffen in meinem Leben des Öfteren, habe ebenfalls ganz traumatische Erlebnisse gemacht und irgendwann begriffen, dass ich offensichtlich so eine, meine Synapsen so auf bewusstseinserweiternde Dinge oder auch so aufputschende Sachen nicht so gut klarkomme. Deswegen waren das eigentlich meine einzigen Drogenerfahrungen. Okay, man kann jetzt Nikotin, Alkohol, Koffein auch als Drogen bezeichnen. Habe ich alles probiert, habe ich alles gemacht. Bin fast von allem gerade frei, außer das Einzige, was ich noch zu mir nehme, ist ab und zu Alkohol. Bin ich sehr stolz drauf. Also nicht auf Alkohol, sondern dass alles andere keine Rolle mehr spielt in meinem Leben. Aber ansonsten habe ich noch keine einzige Substanz zu mir genommen. Und finde, das ist zum Beispiel, weil wir vorhin bei Veränderungen waren in Berlin, es wäre echt geil, wenn man mal ein paar Drogen hier abschaffen könnte, weil es ist schon teilweise sehr verseucht und es sind einfach teilweise ekelhafte Drogen. Mhm. Ich bin absolut dafür, dass man Gras legalisiert, finde ich super. Alle, okay. Also da ist jetzt noch ein bisschen schwierigeres Thema, keine Kinder, auf gar keinen Fall, Kinder sollten nicht kiffen. Ab 18 finde ich das in Ordnung, aber ganz viele chemische Drogen sind Abschaum und sollten am besten verbannt werden für immer. Jetzt habe ich aber, ich kann mich nicht kurz fassen. Der Teufelsberg. Teufelsberg, boah, Drachensteigen. Drachensteigen und Rodeln. Mega geil. Lokalpatriotismus.
Finde ich, wie gesagt, in einem gewissen, gesunden Maße in Ordnung, aber sollte man nicht übertreiben, weil auch wir Berliner können nichts dafür, dass wir Berliner sind. Das ist genauso, wie man auch nichts dafür kann, dass man in Deutschland geboren ist und ich auch nicht stolz darauf bin, Deutsche zu sein, bin ich auch nicht stolz darauf, Berlinerin zu sein. Ich finde es toll, dass ich in Berlin wohne und ich finde es immer toll, wenn Leute hierher kommen und sich, also dann freue ich mich sozusagen, wenn Leute hierher kommen und sich wohlfühlen und das als eine tolle Stadt ansehen, dann finde ich es toll. Der nächste Begriff ist der Kotti. Kotti. Ja, also irgendwie schwierig. Jetzt ehrlich gesagt, ist auch nicht so ein Ort, an dem ich mich so wohlfühle. Also es gibt da dieses Café Kotti, was auf jeden Fall ganz nett ist. So, da kann man echt ganz entspannt rumsitzen. Aber ansonsten auch da ist halt sehr viel Elend und irgendwie ja nicht unbedingt jetzt der Ort, an dem ich gerne abends bin vor allem auch. Ich glaube, Kotti zählt auch zu den 5 gefährlichsten Orten Berlins, so von den Statistiken. Vielleicht ein Ort, wo du lieber bist, Prinz Charles? Ich bin gerne im Prinz Charles, auf jeden Fall. Aber ich versuche auch sowas zu reduzieren. Also wenn ich weggehe, dann gerne mal ins Prinz Charles, auf jeden Fall ein super Club. Aber ich bin gerade generell nicht so mehr auf Feiern. Okay, verstehe. Man wird ja auch älter. Also, ich wollte gerade sagen. Ich bin, seitdem ich 12 Jahre alt bin, bin ich in den Berliner Clubs unterwegs. Also muss man jetzt einfach mal so sagen, von daher. Das ist übrigens auch der nächste Begriff, Nachtleben. Nachtleben, ja. Habe ich wirklich sehr intensiv ausgekostet. Also wirklich, ich war mit 12 das erste Mal auf der Reggae Night, damals in einer Kulturbrauerei. Und seitdem, ich hatte Phasen, da war ich bestimmt 3-mal die Woche weg oder so. Gar nicht so lange her, vielleicht vor 4 Jahren oder so, war ich wirklich so ganz miese Feieratzin. Aber das gibt mir alles gerade nicht mehr so viel. Okay. Ist ja auch gut, wenn man so eine Zeit hatte und so, aber jetzt, ich gehe gerne auf Partys, wenn ich dort auflege. Das macht mir gerade am meisten Spaß, aber so privat, aber kann ich mal, Berliner Nachtleben ist mega. Das ist ja zum Beispiel, das muss ich dazu auch abschließend sagen, zum Beispiel war ich ja auch schon mehrfach jetzt in New York und da ist es einfach so, um 3 Uhr ist einfach so Feierabend, überall. Die Clubs machen zu, die in Bars machen zu. Ja, es gibt halt so ein paar Untergrundläden so, aber das ist so richtige, also so die großen Partys und Veranstaltungen, die machen alle um 3 Uhr zu und dann ist so, ciao, geht mal jetzt nach Hause. Das finde ich grauenhaft und das liebe ich an Berlin, dass man hier halt so lange feiert und so lange feiern darf, bis einfach alle schlafen gehen wollen. Und deswegen bitte keine Sperrstunde. Ja, das war auf jeden Fall ein super abschließendes Statement. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Das war es auch schon. Das gute Besserung. Von mir. Danke. Für Augen und Husten. Ja, dir auch gute Besserung für deine Stimmbänder, damit das gleich was wird bei der Radiosendung und man nicht allzu sehr die Reste vom Splash hört. Das stimmt, aber ein bisschen ist es auch gut, es ist real. Ja, ich habe auch schon gedacht, also deine Stimme ist ja auch ein bisschen tiefer als meine und wenn ich ein bisschen heiser bin, dann gleicht sich so ein bisschen an. Nee, danke auf jeden Fall und schön, dass ihr zugeguckt habt. Ciao, seid lieb. Digga, die elektronische Schülerzeitung.